Manchmal ist es richtig schwierig, ein Video zu starten. Jetzt gerade ist so der Zeitpunkt, wo es echt ultra schwierig ist für mich, weil ich die Eröffnung überhaupt nicht weiß. Weil heute will ich nicht sagen, Servus, der Helmut ist hier. Irgendwie habe ich in meinem Kopf schwirrt das Wort Sensation herum. Es ist alles anders. Es ist eine Sensation, aber voll im negativen Sinn. Ich erzähle jetzt eine Geschichte und wenn du zuhörst oder zusiehst, dann ich kann gar keine Überschrift geben, um zu beschreiben, um was es geht. Ich bin eigentlich hier in Nha Klang, also in Nong Bua Lamphu, Thailand, und gerade auf dem Weg gewesen, mir einen Kaffeeshop zu suchen. Ich war gerade in einem Kaffeeshop und vielleicht sollte ich das zum Runterkommen vorher erzählen. Da haben die mich rausgeworfen, aber nicht rausgeworfen aus meinetwegen, sondern eine Freundin von der Besitzerin kam und hat gesagt, komm, lass uns Pilze suchen gehen. Ich war ja der einzige Kunde, der hat dir gesagt, ja, geh mal Pilze suchen, ich mache einen Laden zu. So. Und jetzt dann suche ich einen anderen Laden und vor mir auf der Straße, also ich bin hier auf der Straße, stehen junge thailändische Männer auf der Straße und winken mich und zeigen mir irgendwie sehr aggressiv und da, ich kann nicht fahren. Es fahren ja dauernd Autos. Und dann sagt er, na, du kannst nicht fahren. Der sagt so, Tam Luat Ba Ying. Das heißt so ungefähr, die Polizei ist wahnsinnig, die schießt. Ich wusste nicht, was ich mit dem anfangen soll, weil ja für mich, es waren vier junge Burschen, die mir verrückt, nicht verrückt erschienen, aber halt schon sehr außergewöhnlich erschienen. Dann fahren da die Auto und irgendwie kamen mir die so aggressiv vor, dass ich irgendwie weg wollte. Der so, hey komm, geh heim schlafen zu mir so. Das ist ja eine Meldung, wo, weiß ich nicht, da habe ich mir irgendwie, fühle ich mich da komisch. Das war, warum sagst du das so, geh heim schlafen so. Es war einfach komisch, dann fahren da eben Autos, also ich kann mich ja umdrehen, ziemlich so im Licht, sieht man vielleicht nicht so, es fahren ja Autos. Aber wie du hier siehst, hier ist alles zu. Es ist hier, was ist denn heute? Der Tag, der heute ist. Es ist unter der Woche, es ist alles geschlossen. Ich drehe dir gerne die Kamera um. Da drüben, die machen jetzt dann hier auf, vielleicht ist es jetzt vorbei. Denn ich wollte auch Zahnpaste kaufen und der Laden, der die Zahnpaste verkauft, wo der mich kommen sieht, auch so ein Rollladen, zieht den Laden zu so und schaut so komisch raus, völlig verängstigt zu mir, wo ich weitergefahren bin, weil das ist eigentlich nur ein paar hundert Meter von dem, wo die Burschen gestanden sind. Und dann zeigt er mir Bilder, wo angeblich hier, also in Nha Klang irgendwo, hier ist eine Schule. Ein Polizist mit angeblich 34 Jahren, über 30, also was er gesagt hat oder was halt da drin stand. Facebook oder ich weiß nicht, wo die das weitergeben. Über 30 Kinder erschossen und da die Bilder. Und im Kinderleib. Ich meine, kann ja alles Fake News sein, aber alter Schwede, irgendwie bringt mir das nicht sicher. Dass das eigentlich nur da irgendwo weiter ist, vielleicht ist jetzt vorbei, wenn die da drüben aufmachen, vielleicht haben sie den jetzt gefasst, den Polizisten. Also die ganze Dinge da alles zu. Das ist eine krasse Erfahrung. Wenn du irgendwo zu einem Kaffeeshop, du suchst ein Kaffeehaus,
befindest dich in einer Situation, wo da jetzt, keine Ahnung, 2 Kilometer, 5 Kilometer entfernt hier jemand total den Kontakt den Respekt scheinbar, oder wie, ich weiß nicht, wie ich sagen sollte, zum Leben verloren hat. Und das habe ich nicht richtig mitgekriegt. Ich glaube, das sind Schulkinder gewesen. Also der ist da in eine Schule scheinbar rein oder in einen Kindergarten und hat die da niedergemetzelt. Aber die haben auch irgendwas vom Krankenhaus erzählt. Jetzt dann entweder war es der Kindergarten, oder die Kinderstation im Krankenhaus, oder der ist auch ins Krankenhaus, wäre wahrscheinlich. Wird man eh später einmal hören. Es geht nicht jetzt an mich, dass ich schockiert bin, weil ich keinen Kaffee kriege. Ich glaube, die Lust auf Kaffee ist mir eh vergangen. Ich hätte jetzt echt keine Lust auf irgend sowas. Irgendwie komisch, ne? Wenn man so nahe daran ist, vielleicht auch, weil ja mein Herz von den 4 Burschen aufgeregt war, weil ich mich ja eigentlich von denen, ich wusste nicht, ne, der eine irgendwas von Java oder irgendwie, da denke ich mal, sind die jetzt auf Java drauf, auf Drogen, ich hab's nicht gecheckt, weil ich schätze, die waren so 20, 22 und wer in Thailand länger ist, kann sich auch vorstellen, dass das sein könnte. Sag mal so, ich hätte es mir eher vorgestellt, als dass ich dazu komme, dass wirklich irgendwer da Kinder niedermetzelt. Dadurch war ich schon aufgeregt durch die 4 Dinger hier. Und dann jetzt hier, wo ich mal die Zahnpasta, die hängt hier wirklich. Also, ich hätte fast die Zahnpasta ja vergessen zu kaufen. Wirklich hier meine Zahnpasta, die ich mir geholt habe. Auch schon mal Rettung gefahren hier, Ambulanz. Was das so für Verletzungen in der Bewegung der Liebe vorgehen müssen, da solche Sachen passieren. News-Video gemacht, Neuigkeiten. Ich habe nicht das Recht, an irgendjemanden einen Appell zu geben. Weil jeder macht das, was er macht. Ich glaube, dass viele Menschen auf dem Weg sind, wo der Polizist ist. Ich glaube, sogar die absolute Mehrheit auf dieser Welt. Die meisten bringen sich ja eh selber um. Das Schlimme ist, wenn du so bist wie ich, dann spürst du ja das, dass das ja nichts anderes ist als ein Ventil. In der Welt funktioniert es wie im Körper, so wie bei mir. 30 Jahre giftiges Öl gegessen, Rheuma ist das Resultat. Der Körper weiß ja nicht mehr zu helfen. So passiert das ja mit den Menschen, ist ja hier. Gerade eh damals, wo ich in Buriram war, in Korat passiert, da war ja das, weiß ich nicht, 40, 50 Kilometer weg oder 80, glaube ich nicht, oder doch vielleicht.
ist ja schon nahe gewesen, wo, ich glaube, anderthalb Jahre ist es her, wo das so ein Massenmord war. War der auch Polizist oder der war, glaube ich, Soldat? Die Ordnungen der Liebe. Ich glaube, die sind ganz schön aus dem Gleichgewicht. Damit möchte ich das Video schließen. Ich wünsche dir alles Gute. Und möge die Ordnung der Liebe bei dir immer da die Energie in die richtige Richtung fließen. Servus.